Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung. Heute mit shapemc.de, einem PvP-Server, einem Kit-PvP-Server von der 1.8 bis zur 1.15, neue Ostereier, 100 versteckte Eier. Oh, da freue ich mich drauf. Auf PvP weiß wahrscheinlich jeder schon. Ich bin natürlich völlig ein Noob sozusagen. Also ja. Ich kenne mich schon ein bisschen aus, aber die Steuerung macht meistens... Ah, der Admin sofort hier. Macht auch ein bisschen etwas am Ding herum, am Spawn herum. Die Map wird in 30 Sekunden gewechselt. Okay, bin mal gespannt. Wow. Schön gemacht. Oh, ich hänge mich noch kurz auf. 10 Sekunden. Was kann man denn hier machen? Deine Kids. PvP. Okay. Und hier haben wir Drache. Ja, nehme ich Drache. Leider ein bisschen zu teuer. Aber wenn ich schon Drache sehe oder Hulk sehe, dann bin ich natürlich gleich im Element. Ich bin der Kaktus. Heiß zu teuer. Ninja. Ninja. Wir haben 0 Coins, also es gibt nichts mit 0 Coins scheinbar. Wir müssen das PvP-Kit werden. Ja, es steigt natürlich alles. Gefängniswächter. Ein Slava-Gefängnis. Ist es nicht ein bisschen OP? Aber eine Angel, ja, ein Angelmeister würde ich auch gerne sein. Oder ein Phantom. Habt ihr ein TS? Syntax YouTube ist auch hier. Ja, direkt mal jumpen ran, ist ja klar. Mag ich auch nicht so. Das ist doch ein OS-Teil da unten. Wieso geht Optifine nicht? Ah, ich verstehe. Ja, muss ich das nächste Mal wieder einfügen. Ich habe wieder die Version gewechselt. Deshalb geht's nicht. Also. Ich möchte eigentlich nicht PvP zeigen, ich möchte die Map zeigen und so. Aber ich muss wohl. Man zeigt ja auch das, was der Server eigentlich auch betrifft. Und deshalb. Oh, okay. Doch jetzt. Ha, Zaubertisch. Ah, so, okay. Ja, sicher. Wie kommt die Reichweite schon wieder? Alle. Nee. Hätte sofort umgebracht von einem Admin. Das kenne ich. Bärenkind. Ja, der Owner vom Owner wurde ich umgebracht. Oh. Map-Voting. Können wir auch nicht. Effekte. Shaper. Tonblöcke. Ich brauche einen Höhenrang. Ich brauche einen Höhenrang. Ich brauche einen Höhenrang. Ich gehe wieder zurück. Statistiken. Erfolge. Ich brauche einen höheren Rang. Ich tue den Rang boosten. Ja, zuerst noch ein bisschen spielen, dann machen wir wieder weiter. Genau. Alles sehr gut. Mit Achievements. Freischalten. Ja, aber das ist gemacht. 5 Herausforderungen. Es glaubt, der wird schädlich. Ja, ich möchte aber nicht gegen ohne und... Okay, ich muss gegen ihn. Er kommt sofort wieder. Boah. Wenn man einfach bedenkt, dass ich spiele, wo nicht so eine sensible Steuerung haben, gewöhnt bin und dann wieder Minecraft spielen muss... Und das sind PvP, dann fühle ich mich immer so mega. Wusch, zackig. Will ich mir noch ein bisschen einstellen, hä? Empfindlichkeit runter auf 74. So. Ah, schon viel besser. Und der Drago, der stellt das nie ein. Immer wenn die Version gewechselt wird, ist natürlich diese Steuerung wieder zurückgesetzt. Und ich bin natürlich dann wieder der, der das nicht rausnimmt. Oder wieder runtersteht, ja. Aber ja, so ist es. Drago kann halt nichts.
Nicht mal PvP von Bob. Aber Jump'n'Run kann er. Einfach noch ein bisschen obig, aber er kann es wenigstens. Komm, wir machen auf diesem Server Jump'n'Runs. Na, wieso bin ich jetzt nicht gehüpft? Ich habe genug Früge so geklickt. Ja, gut. Ja, genau, das zwischendurch. Na, 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 na. Für die, die das alles nicht verstehen, ich mach's ein bisschen extra. Sagt er und schafft gar nichts mehr. Yeah! Ah, hier war's. Jetzt bin ich gehüpft. Ich bin doch ein Profi. Ja. So aber eher nicht. Wo sind denn die Ostereier? Ich brauche ein Osterei. Da ist ein Oster. Yay, hey, Osterei gefunden. Nein, bitte nicht umbringen. Nein. Ich habe ein Osterei. Bin der Beste. Da, zweites. Der versteht so, aha, der will lieber Osaya suchen und nicht PvP machen. Aber wir sind doch ein PvP-Server. Drago, benimm dich. Bitte, benimm dich. Krass. Und ich schwitze wieder total vom Jump'n'Run. So richtig, yeah. Der Drago, der schafft alles. Er schafft zwei Osterei zu finden und vergeigt das PvP. Ja. Ah, vier. Ja, fröhliche Ostern, nicht Weihnachten. Oh, oh nein, ja, ich hab's geschafft. Oh, habt ihr gesehen, ich hatte irgendwie ein bisschen Rechtslage. Von lauter Hüpfen. Okay. Mir gefällt das selber sehr. Auch wenn kein PvP bei mir. Ja. Gewollt wird, sozusagen. Mag ich trotzdem. Das ist doch immer toll, wenn ein PvP-Server auch andere Dinge hat, die Spaß machen. Ja, und morgen muss ich ganz lange livestreamen, ich möchte es. Auf Twitch natürlich. Ja, und wenn ich dann mehr Zuschauer auf Twitch habe, dann können wir ja auch wieder alte Server besuchen, die ich vorgestellt habe. Zum Beispiel diesen, den shapemc.eu. Ja, muss der Draco natürlich nachschauen. Nee, ist ja alles sehr spontan, also nichts geübt, gell? Ich übernehme. Ich mache immer alles sehr spontan, weil ich auch nicht so viel Zeit habe immer, aber gerne die Zeit einfach investiere. Und deshalb sind manche Sachen nicht so auswendig möglich. Ich glaube, ich finde nichts mehr. Waren die Hai eigentlich schon mal? Nein, die haben wir noch nicht gesagt. Oh Mann, jetzt. Ja, wirklich sehr schön gestaltet. Die Ostereierjagd, die macht sehr viel Spaß, wie eigentlich immer alles. Ich liebe Suchen, weil ich auch relativ alles gut finde. Einfach Spaß daran habe. Aber, ja, jetzt auch nicht immer denke, dass alle an einem Ort sind, oder? Ich muss halt mehr suchen, also das mag ich jetzt nicht so, also auch wenn man stirbt. Wenn zum Beispiel immer auf einer Insel ein ist, ein Osterei, aber das ist natürlich klar, auch ein bisschen weniger aufwendig und so, für die Entwickler oder die Ding. Aber ich finde es manchmal auch cool, wenn wirklich alles von Hand gemacht wird, von, also wirklich auch geschaut wird, dass alles so ein bisschen... Ja. Random, also. Ja, dass man halt einfach auf einer Insel 3 hat und auf einer anderen 1 und so weiter.
dass man halt auch ein bisschen mehr suchen muss und nicht ausrechnen muss, wo das ist. Okay. Also sind auf dem ganzen Server Hunde versteckt und auf einer Map jetzt zum Beispiel diese dann keine mehr. Also ja, es könnten noch irgendwo sein, klar. Aber ich meine einfach, dass auf einer Map nicht 100 sind, sondern auf der ganzen, also auf den verschiedenen Maps. Okay, dann kann ich halt nicht alle zeigen. Aber ja, schauen wir noch die nächste Map an. Village. Ja, geschafft. Ab mit Arsch. So, hier waren wir auch schon. Ja, jetzt gibt es, glaube ich, einen Leck. Kurz, lieber nicht springen. Wow, Village wurde ausgewählt scheinbar. Aber das ist die gleiche wie am Anfang. Das ist nicht so toll. Aber da können wir jetzt nochmals ein Austeil suchen. Hier war das Spawn irgendwo, wo ich reinkam, Anfangsvideo. Ja, da kommt man nicht drauf, leider. Merkt auch der Drago nach einiger Zeit. Aber ich suche jetzt Ostern. Es sind leider zu wenig Spieler, also jetzt ist gerade gar niemand online, oder? Einfach zu wenig Spieler online, um jetzt wirklich PvP auch zu zeigen. Aber das ist sowieso immer das Gleiche. Die ganze Zeit verliert jemand. Ist nicht so toll. Nein, Scherz. Aber ihr wisst ja, dass ich PvP jetzt auch nicht gerade so geübt bin. Schon eigentlich möchte machen, aber da muss es wirklich auch sehr gut. Also da braucht es RVR, also Rim versus Rim oder einfach Gruppe gegen Gruppe. Also ein normales PvP. Und das mache ich schon genüge bei Champions of Regnum, einem MMORPG, weil ich sehr gut ankommt. Dankeschön dafür. Und auch die Server-Vorstellungsvideo kommen sehr gut an. Auch dafür ein Dankeschön. Und ja, ich sehe es. Ich habe 7 Eier. Genauso viele wie Zwerge. Ja, jetzt nicht so viel mit Ostern zu tun. Aber ja, ich liebe Osterlinge. Auch wenn ich es hasse. Weiß ja nicht. Also hassen tue ich einfach, wenn alle Leute nur noch über Ostern reden. Aber lieben tue ich Ostern, wenn einfach etwas zu suchen gibt, ein Spiel oder so gemacht wird, oder die Menschen einfach Freude daran haben. Und ja, ich selber vorstellen kann, die Ostern Sachen haben. Das ist natürlich das Wichtigste. Ja, ich habe so viel Spaß. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht so Content zeigen kann. Aber eben sind wenig Leute jetzt gerade online. Das ist klar, das ist wahrscheinlich auch ein neuer Server. Der muss zuerst mal wirkliche Leute finden. Also die Spieler müssen den Server finden. Das geht dann natürlich einige Zeit. Aber ich freue mich auf mehr Zuschauer. Wünsche euch wirklich guten Erfolg. Und ja, weil jetzt gerade die Map nicht mehr wechselt, denke ich mal, ja, können wir zu einem Abschluss kommen, zu einem langsamen. Ich habe 10 Eier gefunden. Nicht schlecht. 11 Eier sogar. Und ja, eben eine Nachfolgepart wird sicher gehen, geben. Aber ja, es muss halt auch etwas gemacht werden auf dem Server, weil ich habe ja einen Livestream-Part gemacht und da sind die Server jetzt noch nicht so viel schnell weitergekommen. Das dauert einfach. Da muss halt auch etwas gemacht werden. Und deshalb warten wir lieber noch ein bisschen, aber ich mache gerne dann wieder ein Part. Einfach auch nochmals in die Kommentare schreiben. Ich möchte gerne, dass du wieder kommst. Wir haben da etwas geändert oder so. Oder falls ihr nicht Owner seid oder Admin oder Moderator, dann dürft ihr auch von anderen Servern erzählen. Macht doch bitte nochmals da eine Besichtigung, da hat sich etwas getan, aber ihr müsst euch sicher sein, gell? Und falls ihr einen Rundspiel-Server kennt, ich möchte gerne mal einen Rundspiel-Server anschauen mir. Also wenn ihr irgendwie einen kennt, dann bitte mal in die Kommentare schreiben. Genau. So. Dann bis zur nächsten Vorstellung und Dankeschön, dass ich diesen Server besichtigen durfte.
Und viel Spaß, falls ihr Interesse habt am Server oder einem anderen Server, dann viel Spaß auch dort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.